Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Manchmal geschehen die außergewöhnlichsten Momente im Leben, wenn wir sie am wenigsten erwarten. Stellen Sie sich vor, Sie gehen Ihrer täglichen Routine nach und stolpern dann über etwas, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Von der Entdeckung eines millionenschweren Fotos bis hin zur Entdeckung einer unbezahlbaren römischen Büste. Diese Menschen lebten einfach ihr Leben, als das Schicksal eingriff. Machen Sie sich bereit, in 20 bemerkenswerte Geschichten über zufällige Entdeckungen einzutauchen, die einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte hinterlassen haben. Number 1. Millionen-Dollar-Foto für 2 Dollar. Randy Guijarro entdeckte 2010 beim Stöbern in einem Trödelladen in Fresno, Kalifornien, ein antikes Blechdruckbild. Es war nur ein Bild von ein paar Jungs, die Crockett spielten. Nichts Bemerkenswertes, oder? Nachdem er 2 Dollar dafür bezahlt hatte, ging Randy, ohne zu bemerken, dass einer der Männer auf dem Bild Billy the Kid sehr ähnlich sah. Billy the Kid, mit richtigem Namen William H. Bonney, wurde als Henry McCarty geboren und wurde als amerikanischer Bandit des Alten Westens bekannt. Der Wert des Bildes wäre in die Höhe geschnellt, wenn der Gesetzlose aus dem Wilden Westen tatsächlich auf dem Bild zu sehen gewesen wäre. Bedauerlicherweise erwies sich die Echtheit des Bildes als schwierig. Und Randys Aussagen wurden zunächst mit Misstrauen betrachtet. Das Foto wurde schließlich von Fachleuten nach einem strengen Prozess der historischen Analyse, moderner Gesichtserkennungstechnologie und eingehender Forschung als echt bestätigt. Es stammt aus dem Jahr 1878 und zeigt Billy the Kid zusammen mit Mitgliedern seiner Bande, den Regulators, die gerade Urlaub von ihrem wilden und verrückten Leben als Verbrecher machen. Im Jahr 2011 erzielte die Uffam-Tintenschrift das einzige andere nachgewiesene Foto von Billy the Kid bei einer Auktion einen Preis von 2,3 Millionen Dollar. Abgesehen davon war Randys Investition von 2 Dollar zweifellos eine seiner besten Entscheidungen bisher. Number 2. Mysteriöser Monolith in der Wüste von Utah. Ende November 2020 führte eine Hubschrauberbesatzung des Utah Department of Public Safety eine Routineuntersuchung von Dickhornschafen in einem abgelegenen Teil der Wüste durch, als sie auf einen metallischen Monolithen stieß, der etwa 2-3 Meter hoch war. Seltsamerweise war der Monolith in den roten Felsen eingebettet und von nichts anderem umgeben. Bei näherer Betrachtung stellten sie fest, dass er aus rostfreiem Stahl oder Aluminium gefertigt war. Abgesehen von der Tatsache, dass er extrem deplatziert war, gab es nichts Besonderes an dem Monolithen selbst. Durch sein plötzliches Auftauchen zog er jedoch sofort die Aufmerksamkeit der Einheimischen auf sich. Die Entdeckung des Monolithen führte zu einer Flut von Theorien über seine Herkunft. Einige spekulierten, es handle sich um ein Kunstwerk, möglicherweise eine Hommage an den Science-Fiction-Film. Während andere meinten, es könnte sich um eine Installation eines anonymen Künstlers wie Banksy handeln. Auch Verschwörungstheorien tauchten auf, die auf eine Beteiligung von außerirdischen oder geheime Regierungsprojekte hindeuteten. Heute ist das Geheimnis um den Monolithen weitgehend entlarvt. Es wird angenommen, dass es sich um eine Kunstinstallation einer Gruppe handelt. Mehrere andere Monolithen wurden in verschiedenen Teilen der Welt aufgestellt, die meisten davon an Orten, an denen man eine riesige Metallsäule nicht erwarten würde. Die einzige Frage, die sich bei diesen Installationen stellte, war die dahinterstehende Botschaft. Haben Sie eine Vermutung? Teilen Sie sie uns in den Kommentaren unten mit. Number 3. Geheimnisvolles Magma-Reservoir. Im Jahr 2019 untersuchte ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Carl Tape von der University of Alaska Fairbanks die seismische Aktivität in der Denali-Region nach einem Erdbeben der Stärke 7,1 in der Nähe von Anchorage. Sie setzten hunderte von Seismometern entlang der Denali-Verwerfung ein, um die Nachbeben zu erfassen und die seismischen Merkmale der Region zu verstehen. Bei ihrer Analyse stießen sie auf eine Anomalie, eine Stelle, an der sich die seismischen Wellen deutlich abschwächten. Was bedeutet das nun? Nun, die Wissenschaftler glauben, dass diese Daten darauf hindeuten, dass es etwa 11 Kilometer unter der Oberfläche des Denali ein Magma-Reservoir gibt. Der Denali, der höchste Gipfel Nordamerikas, liegt über einer subduzierenden tektonischen Platte, ein Zustand, der normalerweise mit vulkanischer Aktivität einhergeht. Dennoch gibt es in der Region, die als Denali Volcanic Gap bekannt ist, keine Oberflächenvulkane. Diese Lücke erstreckt sich vom Mount Spur bis zu den Wrangell Mountains und umfasst ein Gebiet, in dem die vulkanische Aktivität trotz der günstigen geologischen Bedingungen auf mysteriöse Weise zum Erliegen zu kommen scheint.
Es scheint, dass es in diesem Gebiet zwar keine Vulkane gibt, aber tief unter der Erde Magma brennt. Das Vorhandensein dieses Magma-Reservoir stellt bestehende Theorien über vulkanische Aktivitäten in der Region in Frage. Um dieses Phänomen besser zu verstehen, planen die Wissenschaftler, weitere seismische Instrumente direkt über der Anomalie zu installieren. Number 4. Wissenschaftler haben versehentlich den engsten und kleinsten Knoten der Welt gemacht. Vor kurzem haben Wissenschaftler unbeabsichtigt den kleinsten und engsten Knoten hergestellt, der jemals aufgezeichnet wurde. Dieser Knoten sieht vielleicht nicht klein aus, aber das liegt nur daran, dass dies ein vergrößertes Bild des tatsächlichen Knotens ist. Dieses mikroskopisch kleine Objekt besteht aus nur 54 Atomen und bildet einen Kleeblattknoten. Eine komplizierte Struktur, die an ein dreiblättriges Kleeblatt mit drei ineinander verschlungenen Schleifen und ohne lose Enden erinnert. Dieser Knoten ist nicht nur winzig, sondern auch unglaublich eng und setzt mit einem Kreuzungsverhältnis von 23 einen neuen Standard, der den bisherigen Rekord von 24 nur knapp übertrifft. Die Entdeckung wurde an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften gemacht, als die Forscher daran arbeiteten, Kohlenstoffstrukturen mit Goldacetylididen zu verbinden. Bei einer ihrer chemischen Reaktionen entstand unerwartet eine Goldkette, die sich spontan zu dieser rekordverdächtigen Struktur verknotete. Was bedeutet diese Entdeckung noch für uns? Nun, sie hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis von Molekularstrukturen und deren Anwendungen. In der Natur finden sich ähnliche Knoten in der DNA, der RNA und verschiedenen Proteinen, die eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung von Stabilität und Funktion spielen. Durch die Untersuchung dieser Molekülknoten können Wissenschaftler Einblicke in die Funktionsweise dieser natürlichen Systeme gewinnen, was zu Fortschritten in der Materialwissenschaft und der Entwicklung neuer Polymere und Kunststoffe führen könnte. Number 5. Arbeiter finden versehentlich ein mittelalterliches Heiligtum. Im Jahr 2020 stießen Bauarbeiter, die an einer Eisenbahnstrecke in der Nähe von Guildford, England, arbeiteten, auf etwas Ungewöhnliches, eine Höhle. Neugierig untersuchten sie, was sich darin befand, und riefen sofort Archäologen. Die Höhle stammt aus dem 14. Jahrhundert, und in ihr befanden sich mehrere Abschnitte, die zwischen 11 und 27 Zoll hoch waren, mit Nischen und Schnitzereien, die darauf schließen lassen, dass sie als Schrein oder Einsiedelei genutzt wurde. Archäologen gehen davon aus, dass die Höhle mit der nahegelegenen Katharinenkapelle verbunden war, die heute eine Ruine ist. Das Innere des Schreins ist durch Ruß und Holzkohle gekennzeichnet, wahrscheinlich Überreste von Lampen und Feuern, die von den Gläubigen benutzt wurden. Das Dach ist mit verschiedenen Markierungen verziert, darunter eingeritzte Initialen und andere dekorative Elemente. Number 6. Riesiger Mammutstoßzahn. Anfang dieses Jahres stießen Bergleute in der Freedom Mine in der Nähe von Beulah, North Dakota, bei ihren Grabungsarbeiten auf einen bemerkenswert gut erhaltenen Mammutstoßzahn. Sie entdeckten ihn zufällig 12 Meter unter der Erdoberfläche in einem alten Bachbett. Einem Baggerfahrer fiel zuerst ein weißer Blitz auf, als er Erde auf einen Lastwagen lud. Glücklicherweise sah der Baggerführer den Stoßzahn und erkannte, worum es sich handeln könnte. Daraufhin wurde die Arbeit gestoppt und Experten des North Dakota Geological Survey, der State Historical Society of North Dakota und des Bureau of Land Management wurden hinzugezogen. Der massive Stoßzahn misst beeindruckende 2 Meter in der Länge und wiegt etwa 22 Kilogramm. Nach der Entdeckung des ersten Stoßzahns sicherten weitere Experten die Fundstelle, was zur Ausgrabung von mehr als 20 weiteren Knochen führte, darunter Rippen, ein Schulterblatt, ein Zahn und Teile der Hüfte des Mammuts. Dies ist eine der größten Fossilienentdeckungen in North Dakota, weil sie so vollständig ist, bei den meisten Mammutfossilien, die in North Dakota gefunden werden, handelt es sich meist nur um einzelne Knochen oder Zähne. Bei diesem Fund handelt es sich also um eines der vollständigsten Mammutskelette, die jemals in diesem Bundesstaat gefunden wurden. Number 7. Mittelalterlicher Tunnel. Im Jahr 2021 gruben Elektriker von Western Power Distribution, WPD, in Wales im Garten eines Kunden in Monmouthshire ein Loch für einen neuen Strommast, als sie einen Tunnel entdeckten. Ein einziger Blick auf den Tunnel ließ sie erkennen, dass er schon seit langem gebaut worden war. Das von Menschenhand geschaffene Tunnelsystem war etwa 1,2 Meter hoch und verläuft entlang des Angidi Brook. Es ist wahrscheinlich, dass er seit Jahrhunderten unwissentlich überquert wurde. Der Tunnel befindet sich in unmittelbarer Nähe von Tintern Abbey,
einem gotischen Kloster, das von Zisterziensermönchen im Jahr 1131 gegründet wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass dieser Durchgang von der Abtei genutzt worden sein könnte. Der genaue Zweck und das Ausmaß des Tunnelsystems bleiben jedoch unbekannt. Möglicherweise gehörte es zur Infrastruktur der Abtei oder stand in Verbindung mit den Eisenhütten und Schmelzöfen in der Gegend, die bis zur Auflösung der Klöster durch König Heinrich VIII im 16. Rätselhaft ist jedoch, dass es keine Aufzeichnungen über den Bau des Tunnels gibt. KADU, der Dienst für historische Umwelt der walisischen Regierung, wurde konsultiert und führt weitere archäologische Untersuchungen durch. Diese Untersuchungen könnten Jahre dauern, um den gesamten historischen Kontext und die Bedeutung des Tunnels aufzudecken. Da es jedoch keine Aufzeichnungen über die Existenz des Tunnels gibt, wird der Zweck dieses unterirdischen Ganges möglicherweise nie ans Licht kommen. Number 8. Stärkeres Material als Beton. Der Doktorand David Stone experimentierte mit Stahlstaub, als er zufällig ein revolutionäres Material entdeckte, das nicht nur umweltfreundlich, sondern auch stärker und billiger als herkömmlicher Beton ist. Es handelt sich um Eisenerz. Der Name dieses Materials leitet sich von seinem Hauptbestandteil, eisenhaltigem Gestein, Erb. Eisenerz zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Festigkeit und seine Umweltfreundlichkeit aus. Es wird zu 95% aus recycelten Materialien hergestellt, darunter Stahlstaub und Siliziumdioxid aus pulverisiertem Glas. Wenn es gemischt wird und aushärtet, reagiert das Eisen im Stahlstaub mit Kohlendioxid und bildet Eisencarbonat. Dieser Prozess stärkt nicht nur das Material, sondern absorbiert auch CO2 und macht Eisen zu einem kohlenstoffnegativen Material. Da Beton für bis zu 8% der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich ist, könnte dieses Material die vom Menschen verursachten Schäden auf der Erde erheblich verringern. Durch den Ersatz von Beton durch Eisenoxid könnte die Bauindustrie ihren ökologischen Fußabdruck drastisch verringern. Darüber hinaus könnte die Verwendung von Industrieabfällen zur Herstellung von Eisendieter dazu beitragen, das Problem der Entsorgung von Industrieabfällen zu entschärfen, indem potenzielle Schadstoffe in wertvolle Ressourcen umgewandelt werden. Leider befindet sich die Verwendung von Eisendie noch im Entwicklungsstadium. Im Moment können wir nur hoffen, dass dieses Material den Weg zu grüneren, widerstandsfähigeren Städten ebnen wird. Number 9. Unbeabsichtigte Grenzänderung. Stellen Sie sich vor, Sie kümmern sich um Ihre Angelegenheiten und ziehen versehentlich die Grenze zwischen zwei Ländern neu. So erging es einem belgischen Landwirt, der versehentlich die Grenze zwischen Belgien und Frankreich neu verlief, indem er einen 200 Jahre alten Stein versetzte. Der fragliche Stein wurde 1819 nach dem Vertrag von Courtrai im Jahr 1820 als Grenzmarkierung aufgestellt. Eines Tages wurde der besagte Stein um etwa 2,3 Meter versetzt, um Platz für den Traktor eines Landwirts in der Nähe des Dorfes Ercolijn in Belgien zu schaffen. Durch diese geringfügige Änderung wurde Belgien vergrößert und Frankreich verkleinert. Der Fehler wurde von einem Geschichtsinteressierten entdeckt, der bei einem Spaziergang bemerkte, dass der Stein fehl am Platz war. Sowohl die Bürgermeister von Ercolijn als auch des benachbarten französischen Dorfes Boussinesq-sur-Arc nahmen die Situation mit Humor. David Laveau, der Bürgermeister von Ercolijn, scherzte über die Vergrößerung seiner Stadt, während Aurélie Volanic, die Bürgermeisterin von Boussinesq-sur-Arc, sich zuversichtlich zeigte, dass das Problem einvernehmlich gelöst werden kann, ohne dass es zu ernsthaften diplomatischen Auseinandersetzungen kommt. Eines ist sicher, beide Bürgermeister haben Sinn für Humor. Die Grenze zwischen den beiden Ländern erstreckt sich über 625 Kilometer und ist relativ leicht zu übersehen. Seit das Schengener Abkommen von 1995 die Grenzkontrollen innerhalb der beteiligten Länder abgeschafft hat. Aufgrund der historischen Bedeutung des Steins ist seine genaue Platzierung jedoch wichtig. Die Behörden haben den Landwirt aufgefordert, den Stein an seinen ursprünglichen Standort zurückzubringen. Sollte er der Aufforderung nicht nachkommen, könnte die Angelegenheit eskalieren und zur Einschaltung des belgischen Außenministeriums und möglicherweise zu einer seltenen Einberufung der französisch-belgischen Grenzkommission führen, die seit 1930 nicht mehr getagt hat. Nun, ich denke, ich habe heute etwas gelernt. Sollte ich mich jemals im ländlichen Belgien wiederfinden, sollte ich keine Steine verlegen, auf die Gefahr hin, dass sich die Grenzen ändern. Number 10. 900 Jahre alte Schatzkiste. Anfang dieses Jahres ging eine Frau in ihrer Nachbarschaft in der Tschechischen Republik spazieren,
als sie einen zerbrochenen Keramiktopf bemerkte, der teilweise im Boden vergraben war. Bei näherer Betrachtung entdeckte sie, dass der Topf über 2150 mittelalterliche Silbermünzen, sogenannte Denare, enthielt. Experten der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik erkannten ihren Glücksfund sofort an. Viele behaupten, dieser Fund sei wie ein Lottogewinn. Die Münzen, von denen man annimmt, dass sie im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts versteckt wurden, wurden wahrscheinlich inmitten politischer Unruhen vergraben, als die Premyslidendynastie um die Kontrolle über den Prager Fürstenthron kämpfte. Die Münzen, die aus einer Silberlegierung mit Kupfer, Blei und Spuren anderer Metalle bestehen, wurden höchstwahrscheinlich in Prag aus importiertem Silber geprägt. Dieses Detail gibt Aufschluss über die umfangreichen Handelsnetze der damaligen Zeit. Der Schatz, der sich nun in den Händen tschechischer Experten befindet, wird einer gründlichen Analyse und Restaurierung unterzogen. Jede einzelne Münze wird sorgfältig gereinigt, registriert und katalogisiert und soll bis 2025 im tschechischen Silbermuseum in Kutná Hora ausgestellt werden. Besondere Entdeckung. Eine Drohne entdeckte dies zufällig mitten im Nirgendwo. Ein Mann erkundete mit seiner Drohne den nahegelegenen Wald. Doch was er sah, jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Oben in den Bäumen sah er etwas, das wie ein kleiner Miniaturmensch aussah und versuchte, hinaufzuklettern. Er versuchte, näher heranzugehen. Aber bevor er seine Drohne steuern konnte, hatte sie eine Fehlfunktion. Die Kamera wurde für den Bruchteil einer Sekunde schwarz. Und als sie wieder zu sich kam, waren die mysteriösen kleinen Figuren verschwunden. Der Mann versuchte, den Ort ausfindig zu machen, an dem die Drohne diese Miniaturwesen aufgenommen hatte, aber er konnte ihn nicht finden. Es ist unbekannt, was er an diesem Tag gesehen hat. Spielzeug? Minifiguren? Zwerge? Oder etwas ganz anderes? Irgendwelche Theorien? Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit. Was mich betrifft, so ist es sehr wahrscheinlich, dass der Mann lediglich Spielzeug gesehen hat, das von Kindern zurückgelassen wurde, die einst im Wald gespielt haben. Aber wenn ich so etwas in den heimischen Wäldern sehen würde, dann würde ich mich auf jeden Fall davon fernhalten. Nein, ich riskiere nicht, auf etwas zu stoßen, das nicht von dieser Welt ist. Number 11. Ultra Seltenes Mineral. Im Jahr 2018 untersuchte Morgan Cox, Studentin der Curtin University in Australien, Kernproben aus dem Woodley-Krater, einer alten Meteoriteneinschlagstelle in Westaustralien, als sie auf eines der seltensten Materialien der Erde stieß, Rhydid. Der Krater, den sie untersuchte, war möglicherweise einer der größten bekannten Einschlagskrater der Erde. Es war zu erwarten, dass sie bei der Untersuchung des Kraters auf Materialien aus dem Weltraum stoßen würde, aber das Rhydid war definitiv etwas, womit Morgan nicht gerechnet hatte. Dieses äußerst seltene Material bildet sich nämlich nur unter dem immensen Druck und den Temperaturen, die beim Einschlag eines Meteoriten auf der Erde entstehen. In diesem Fall verwandelt sich das Mineral Zirkon, das recht häufig vorkommt, in das seltene Rhydid. Vor Cox' Entdeckung war Rhydid weltweit nur an einer Handvoll Stellen gefunden worden, was diesem Fund besondere Bedeutung verleiht. Number 12. Anfängersammler entdeckt versehentlich eine neue Dinosaurierart. Diese zufällige Entdeckung ist der Traum eines jeden Hobbypaläontologen. Im Jahr 2005 stolperte Bill Shipp bei der Erkundung seines Grundstücks in der Nähe der Judith River Formation in Montana über einen großen versteinerten Knochen, der aus der Erde ragte. Obwohl er ein Neuling auf dem Gebiet der Paläontologie war, erkannte Shipp die Bedeutung seines Fundes und kontaktierte Experten für weitere Untersuchungen. Das Fossil entpuppte sich als gut erhaltener Beinknochen einer bisher unbekannten Art von gehörntem Dinosaurier. Forscher des Canadian Museum of Nature unter der Leitung des Paläontologen Jordan Mallon untersuchten das Fossil und identifizierten es als Teil einer neuen Art, die zu Ehren von Shipp Spiclepius Shipporum genannt wurde. Spätere Forschungen ergaben, dass Spiclepius Shipporum ein pflanzenfressender Dinosaurier war, der eng mit dem Triceratops verwandt war und vor etwa 76 Millionen Jahren lebte. Er war etwa 4,5 Meter lang und wog bis zu 4 Tonnen. Es ist schon erstaunlich, dass eine ganze Dinosaurierart dank eines Zufallsfundes ins Leben gerufen wurde. Number 13. Wikingerschwert. Im Jahr 2015 sah ein Herr namens Goran beim Wandern in der bergigen Region Haukeli in Südnorwegen etwas Ungewöhnliches, das unter einigen schweren Felsen hervorlugte. Bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass er ein rostiges,
aber bemerkenswert gut erhaltenes Schwert entdeckt hatte. Als die Forscher eintraten, stellten sie fest, dass Goran mehr als nur ein altes, rostiges Schwert entdeckt hatte. Es stammt aus der Zeit zwischen 750 und 800 Nin. Kurs. Also genau zu Beginn der Wikingerzeit. Das bedeutet, dass dieses Schwert etwa 1200 Jahre alt ist. Es handelt sich um eine zweischneidige Waffe aus Schmiedeeisen mit einer Länge von etwa 30 Zoll. Trotz seines Alters ist das Schwert in ausgezeichnetem Zustand, was vor allem auf das einzigartige Klima der Region zurückzuführen ist. Der Kalten, trockenen Bedingungen des Haukeli-Gebirges, wo Schnee und Frost das Gebiet mindestens 6 Monate im Jahr bedecken, haben dazu beigetragen, das Schwert zu konservieren und erheblichen Rost und Verfall zu verhindern. Trotz des fehlenden Griffs ist die Waffe nicht nur wegen ihrer hervorragenden Erhaltung, sondern auch wegen ihrer Verbindung zu den Wikingern ein wertvoller Fund. Number 14. Dinosaurier-Fußabdrücke. M10. Juli 2020 bemerkte Oh Hong Tao, ein Gast in einem Gartenrestaurant in Leshan, etwas Seltsames an mehreren Gruben im Hof des Restaurants. Aufgrund seiner Erfahrung im Umgang mit Steinmaterialien und seines großen Interesses an der Paläontologie vermutete Oh schnell, dass es sich bei diesen Vertiefungen um Dinosaurier-Fußabdrücke handeln könnte. Er wandte sich an Qing Li Da, einen außerordentlichen Professor der chinesischen Universität für Geowissenschaften in Peking, um weitere Nachforschungen anzustellen. Professor Qing und Peng Guangzhao vom Qigong Dinosaur Museum bestätigten die Dinosaurier-Fußabdrücke, nachdem sie detaillierte Untersuchungen mit Drohnen und 3D-Scannern durchgeführt hatten. Das Team identifizierte mehr als 10 versteinerte Fußabdrücke, die zu 2 Sauropoden-Dinosauriern, genauer gesagt Brontosauriern, aus der frühen Kreidezeit vor über 100 Millionen Jahren gehören. Diese pflanzenfressenden Riesen, die für ihre langen Hälse und Schwänze bekannt waren, gehörten zu den größten Landtieren, die jemals auf der Erde lebten. Experten gehen davon aus, dass in Leshan noch weitere Dinosaurierspuren gefunden werden könnten und fordern das Restaurant auf, angemessene Schutzmaßnahmen vor Ort zu ergreifen, um diese wertvollen Fußabdrücke zu erhalten. Für das Restaurant ist die Entdeckung sicherlich ein Glücksfall. Schließlich könnte dies eine großartige Gelegenheit für das Restaurant sein, mehr Kunden und Touristen anzuziehen, die bestimmt bezahlen würden, um die Fußabdrücke zu sehen. Ohne einen aufmerksamen Kunden wären die Fußabdrücke wahrscheinlich unbemerkt geblieben, bis Erosion und menschliche Aktivitäten sie beschädigt und verschwinden lassen hätten. Number 15. Prähistorischer Industriekomplex. Im Jahr 2017 unterrichtete der kanadische Taucher Fred DeVos Höhlenforschungstauchen in den Unterwasserhöhlensystemen von Quintana Roo, Mexiko. Bei einer seiner Erkundungen wagte er sich in einen unerforschten Gang. Er ist Taucher, und als er den unerforschten Raum entdeckte, wurde seine Neugier geweckt. Er drängte sich durch und erkundete die Stelle. Zu seinem Glück hat er seine Entscheidung nicht bereut. Was er fand, war erstaunlich. Ein riesiges Netz von Tunneln und Kammern, das sich als prähistorischer Ockerbergbaukomplex entpuppte. Diese Stätte, die heute als Rote Mine bekannt ist, könnte zwischen 12.000 und 10.000 Jahre alt sein und ist damit einer der ältesten bekannten Bergbaubetriebe in Amerika. Die Unterwasserhöhlen der Yucatan-Halbinsel sind Tauchern und Forschern schon seit Jahren bekannt. Aber viele Teile blieben bis zu dieser zufälligen Entdeckung unerforscht. Wer weiß, was sich in den unerforschten Gebieten noch verbirgt? Number 16. Die Entdeckung der chinesischen Terrakotta-Armee. Wahrscheinlich kennen Sie schon die Terrakotta-Armee in China. Aber wussten Sie auch, dass diese Soldaten alle durch Zufall entdeckt wurden? Es begann alles im Jahr 1974. Eine Gruppe von Bauern, die wegen einer Dürre verzweifelt nach Wasser suchten, gruben einen Brunnen. Aber ihre Bemühungen brachten ihnen kein Wasser ein. Stattdessen stießen sie auf die lebensgroßen Statuen, die wir heute als Terrakotta-Armee kennen. Diese Stücke führten zur Ausgrabung eines unterirdischen Mausoleumskomplexes, der sich über 98 Quadratkilometer erstreckte und in dessen Zentrum die Terrakotta-Armee stand. Die Anlage umfasste mehr als 8000 Soldaten, 130 Streitwagen mit 520 Pferden und 150 Kavalleriepferde, die alle sorgfältig mit einzigartigen Gesichtszügen, Frisuren und Gesichtsausdrücken gestaltet wurden. All diese Figuren wurden vor über 2200 Jahren für Kaiser Qin Shi Huang geschaffen, den Herrscher, der für die Einigung Chinas bekannt war. Der erste Kaiser war dafür bekannt, dass er das Leben nach dem Tod sehr schätzte. Er glaubte,
dass er auch nach dem Tod seine eigene Armee brauchen würde, um sicherzustellen, dass er auf seiner Reise auf die andere Seite den gleichen Schutz genießen würde. Und so befahl er die Schaffung der Terrakotta-Armee. Die in Schlachtordnung angeordneten Figuren umfassen verschiedene militärische Ränge, von Generälen bis zu Infanteristen, und spiegeln die Struktur seiner echten Armee wider. Forscher glauben, dass jede Figur ursprünglich in leuchtenden Farben bemalt war, obwohl die meisten Pigmente im Laufe der Zeit verblasst sind. Jüngste Forschungen und technologische Fortschritte tragen dazu bei. Mehr über das ursprüngliche Aussehen dieser Krieger zu erfahren und sie als die lebendigen und lebensechten Figuren zu zeigen, die sie einst waren. Number 17. Uluburun Schiffswrack. 1980 erforschte der Schwammtaucher Memon die Küste von Uluburun in der Türkei. Als er tief unter den Wellen etwas entdeckte, ein Schiffswrack. Heute ist dieses Schiffswrack, das 44 bis 52 Meter unter Wasser treibt, als eines der größten jemals gefundenen Schiffswracks bekannt. Das Wrack von Uluburun war mit Schätzen gefüllt. Die Ladung des Schiffes war eine wahre Fundgrube mit über 20 Tonnen Waren aus verschiedenen Kulturen. Unter den Funden befanden sich 355 Oxidbarren aus zypriotischem Kupfer mit einem Gesamtgewicht von 10 Tonnen und die ältesten intakten Glasbarren der Welt in leuchtenden Farben wie Kobaltblau und Türkis, Ebenholzstämme. Straußeneierscharen, Elfenbein und Schildkrötenpanzer gehörten neben Fertigwaren wie kanaanitischem Schmuck. Tausenden von Perlen und einer mit Gold verzierten Bronzestatuette ebenfalls zur Fracht. Das vielleicht auffälligste Stück war jedoch ein goldener Skarabäus mit dem Namen der ägyptischen Königin Nofretete. Zur Ladung gehörten auch Werkzeuge, Waffen und Alltagsgegenstände wie Öllampen und Fischereigeräte, die Aufschluss über das Leben der Besatzung geben, die wahrscheinlich eine Mischung aus kanaanitischen, zyprischen und mykenischen Seeleuten war. Allein aufgrund seiner Ladung wurde das Wrack von Uluburun als eines der größten und wertvollsten Schiffswracks angesehen, die ihre Funde würde. Number 18. Verstecktes Gemälde aus der Renaissance. Restauratoren, die in der Calverley Old Hall in Yorkshire, England, arbeiteten, staunten nicht schlecht, als sie erstaunliche, vom Boden bis zur Decke reichende Gemälde aus der Regierungszeit von Königin Elisabeth I. entdeckten. Diese Entdeckung brachte eine versteckte Kammer zum Vorschein, die mit komplizierten Wandmalereien aus der Tudor-Zeit geschmückt war. Ein unerwarteter und spektakulärer Fund unter dem Putz aus dem 19. Diese gut erhaltenen Gemälde wurden im grotesken Stil ausgeführt, einer dekorativen Kunstform, die ihren Ursprung im prunkvollen goldenen Haus des römischen Kaisers Nero hatte. Das Design mit fantastischen Kreaturen, gezahnten Vögeln und verschnörkelten Ranken wurde im 16. Jahrhundert in England populär. Es ist schon erstaunlich, diese Kammer zu betreten. Hoffentlich wird sie gut erhalten, damit die Gemälde nicht beschädigt werden. Number 19. Prähistorisches Hügelgrab. Vor kurzem machte sich ein Forscherteam der Universität Newcastle und der Universität Sheffield auf die Suche nach der Einsiedelei von St. Gutlach, einem angelsächsischen Einsiedler, der für sein einsames Leben in den Fenlands im 8. Jahrhundert in den Fenlands bekannt war. Stattdessen wurde ein massiver, kreisförmiger Erdwall gefunden, der zwischen 3000 und 1600 Fuß errichtet wurde und mit einem Durchmesser von fast 76 Metern zu den größten seiner Art in der Region zählt. Ursprünglich wurde es in der Jungsteinzeit oder frühen Bronzezeit erbaut. Es wies einen markanten Wall und Graben auf und war zu seiner Zeit wahrscheinlich ein bedeutendes Zeremonialzentrum. Später wurde die Anlage in der mittleren Bronzezeit zu einem von Grabhügeln umgebenen Holzkreis umgebaut. Das Henge wurde um das 7. Jahrhundert wiederbesetzt. Eine Zeit, die mit der Ankunft von St. Gutlach in Crowland zusammenfällt. Gutlach, ein Adliger, der zum Eremiten wurde, wählte dieses abgelegene Sumpfgebiet für sein einsames Leben, von dem man glaubte, dass es von bösen Geistern heimgesucht wurde. Bei den jüngsten Ausgrabungen an der Henge-Stätte wurden zahlreiche angelsächsische Artefakte gefunden, darunter Töpferwaren, Knochenkämme und Glasfragmente eines hochrangigen Trinkgefäßes. Es ist möglich, dass dieses Hügelgrab bis weit ins Mittelalter hinein genutzt wurde. Darüber hinaus wurden die Überreste eines Hallen- und Kapellenkomplexes aus dem 12. Jahrhundert freigelegt, der wahrscheinlich von den Äbten von Crowland zur Verehrung von St. Gutlach und seiner Schwester St. Pega errichtet wurde. Diese Entdeckungen deuten darauf hin, dass dieser Ort zwischen 3000 und 1600
Curse. Für Pilger und Gläubige von Bedeutung war. Number 20. Unbezahlbare römische Büste. Sie beschloss daher, die Statue zu kaufen und sie für die Heimfahrt mit einem Sicherheitsgurt in ihrem Auto zu sichern. Schon am Anblick der Statue konnte sie erkennen, dass es sich nicht um einen typischen Hausakzent handelte. Laura wandte sich an Spezialisten der Universität von Texas in Austin und an bekannte Auktionshäuser wie Sotheby's, um ihre Behauptungen zu untermauern. Es stellte sich heraus, dass sich die Skulptur früher im Pompeianum befand, einer deutschen Nachbildung einer römischen Villa, die König Ludwig I. von Bayern Mitte des 19. Die Büste, die einen der Söhne Pompeius des Großen ehren soll, wurde wahrscheinlich während des Zweiten Weltkriegs entwendet, als alliierte Flugzeuge 1944 Aschaffenburg angriffen. Bedauerlicherweise war geplant, die Reliquie nach Deutschland zurückzuschicken. Und nein, von den $34.90, die sie ursprünglich dafür bezahlt hatte, hat sie weder einen Gewinn noch sonst irgendetwas erhalten. Das ist zwar bedauerlich, aber wenigstens ist das Teil wieder an seinem richtigen Platz. Diese letzte Feststellung war, gelinde gesagt, unbefriedigend. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde mir diese Statue bestimmt noch lange im Gedächtnis bleiben. Aber was ist mit Ihnen? Hätten Sie sie ohne zu zögern zurückgegeben oder hätten Sie eine Belohnung verlangt? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit. Und wenn Sie selbst überraschende Funde gemacht haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mir davon erzählen. Vergessen Sie nicht, sich einige unserer anderen faszinierenden Inhalte auf dem Bildschirm anzusehen. Wir werden bald mit weiteren spannenden Abenteuern zurückkehren. Auf Wiedersehen!